The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satan gibt sich als Christus aus. Seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen. Folgt ihnen nicht nach. In diesem Zeitalter wird der Antichrist als der wahre Christus erscheinen. Dann wird das Gesetz Gottes in den Nationen unserer Welt völlig außer Kraft gesetzt werden. Die Rebellion gegen Gottes heiliges Gesetz wird voll ausgereift sein. Doch der eigentliche Anführer dieser Rebellion ist Satan, als Engel des Lichts verkleidet. Menschen werden betrogen werden und ihn an die Stelle Gottes setzen und vergöttern. Doch der Allmächtige wird eingreifen. An die abgefallenen Kirchen, die sich in der Erhöhung Satans einig sind, wird der Urteilsspruch ergehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Getarnt als Engel des Lichts wird Satan als Wundertäter die Erde durchziehen. In einer wunderschönen Sprache wird er erhabene Gedanken vorbringen, gute Worte sprechen und gute Taten tun. Er wird als Christus auftreten, aber an einer Stelle wird es einen markanten Unterschied geben. Satan wird die Leute vom Gesetz Gottes abwenden. Er wird erklären, dass der Sabbat vom 7. auf den 1. Wochentag verlegt worden sei. Als Herr des 1. Wochentages wird er diesen Pseudo-Sabbat als Prüfstein der Treue zu ihm ausgeben. Man kann sich nicht vorstellen, was das Volk Gottes durchleben wird, das auf der Erde noch am Leben ist, wenn die himmlische Herrlichkeit und eine Wiederholung der Verfolgung der Vergangenheit sich mischen werden. Sie werden im Licht wandeln, das vom Thron Gottes ausgestrahlt wird. Durch die Engel wird es eine ununterbrochene Kommunikation zwischen Himmel und Erde geben. Satan, von bösen Engeln umgeben, gibt sich als Gott aus und wirkt alle möglichen Wunder, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Volk wird seine Sicherheit nicht aus dem Wundertun beziehen, denn Satan wird die Wunder nachahmen, die vollbracht werden, und sie fälschen. Gottes bewährtes und erprobtes Volk wird seine Kraft in dem Zeichen finden, in dem in 2. Mose 31, 12 bis 18 gesprochen wird. Sie sollen sich fest auf das lebendige Wort gründen. Es steht geschrieben. Das ist das einzige Fundament, auf dem sie sicher stehen können. The Lord is coming. Are you